Jo, willkommen zurück. Ich suche immer noch den Ausgang. Meine roten Fackeln hier funktioniert ja sehr gut. Also da schon mal nicht her. Ja, also damit markiere ich mir mal den Weg, wo überhaupt nichts mehr ist. Allerdings, da ist jetzt auch eine und da auch. Ja, aber woher? Wo ist es denn? Wo finde ich den Ausgang? Schalalalala. Ach, Moment. Hier unten. Das kommt mir bekannt vor. Nehme ich direkt mal den auf dem Weg nochmal Eisen mit. Da hinten ist die ganze Höhle. Ist noch voll mit Rohstoffen und Lava und Wasser und was weiß ich nicht. Alles Redstone habe ich gesehen. Nur, ich möchte jetzt auch mal was anderes wieder machen. Oh, bloß nicht da reinfallen. Ich meine, ein paar Diamanten wären nicht schlecht gewesen. Ja, den Booster, den kann ich glaube ich erstmal klein machen. Weil der funktioniert ja eh nicht mehr. Jetzt muss ich mal zu Fuß da hoch. Hier, so weit komme ich jetzt. Oh, das war ja weit. Ach so, meiner Sitz, cool. Na egal, da brauche ich Gold und dann mache ich ganz, ganz viele Booster Rails bis oben. Jetzt mache ich aber erstmal meinen schönen Vorgarten weiter und den Eingang in den Cave. Also in den anderen Cave. Na toll, das ist ja keine Monsterfalle, das ist eine Kaktusfarm. Das ist aber blöd. Ja, das ist irgendwie blöd, dass da nur die Monster spawnen, wenn man daran vorbei, also wenn man in der Nähe ist. Ich meine, ich könnte mich, wenn ich Seide brauchen würde, könnte ich meine Figur ja da parken. So für 5 Tage und dann hätte ich, glaube ich, genug. So, Redstone. Kohle und Steine, was habe ich noch? Eisen kann ich verarbeiten. Eisen, sonst war glaube ich nichts mehr. Minecart kann erstmal hier bleiben. Das Dreck nehmen wir noch mit. Und wo ist denn Wood, Dirt? Genau, Dirt brauche ich noch. Und Stone. Jetzt bestücke ich mal die Öfen. Für ganz viel Cleanstone. 8. Stone. Cobblestone. Und ich muss gleich mal nach draußen gehen und gucken, ob ich hier Zeug finde, um mir Blätter zu machen, damit ich mir dann eine schöne Karte bauen kann. Nein, das ist Loot. Damit fangen wir nicht direkt wieder an. Fast wie zu Hause. Mushroom, ne, das kommt bei Flower rein. Flowel! Ah, ein Schwert könnte ich noch gebrauchen. Ein schönes Schwert. Ja, ist ja gut. Irgendeiner hat geschrieben, er muss doch noch essen gehen. Hä? Oh. Das war's. Und mein wunderschöner Scheißbaum. Ich muss mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht anzünden oder so. Ah ja, hier ist ja auch noch was Schönes. Und hier oben war da auch noch ein Hund. Ah, da ist er.
Sitz! Nein! Blöder Hund, du! So, wie spät ist denn? Wo ist denn die Sonne? Was hier noch fehlen würde, ist ein Fernglas. Dann könnte man so voll weit gucken, was das da ist. Das sind Kakteen, das wahrscheinlich auch. Und die Sonne geht. Oh, Sonne, was mittags? Ich muss nur gucken, dass ich das immer im Blick behalte, sonst weiß ich nicht mehr, wo mein Haus war. Ohne Karte. Aber ich brauche Papier. Papier hier. Moment, die scheiß Schafe töten. Schafe rasieren. Boah, voll ausgewichen, springt das Viech einfach hoch. Endlich gehen wir hier mal am Strand entlang. Da muss mal irgendwo Schilf zu finden sein. Oder wie man das auch nennt. Ja, dickes Schwein. Hier ist so eine Kack... Hä? Achso. Ich dachte schon, hä? Boah, das ist ja geil. Komm hier! Wie das war? Ich dachte, alles fällt runter. Er hat so eine Brücke gemacht. Oh. Das ist aber hoch. Ich finde nie mehr wieder zurück. Moment, da ist mein Haus. Oh, ein paar schöne Blümchen. Pflücken wir die doch mal. Ach genau, Kürbisse sind das. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Kürbisse. Voll die Kürbisplantage hier. Was ist denn hier los, ey? Ja, was ist denn hier los? Ah, nehmen wir die mal mit. Für irgendwas kann man die bestimmt benutzen. Auch wenn das nur eine Lampe wird. Aber immerhin. Au. Voll die Schweinefarm. Da ist eine Kuh, zwei Kühe, noch ein Schaf. Ich glaube, ich habe mich gleich schon verlaufen. Ich gehe nochmal auf den Berg hier oben drauf. Ah ne, da ist mein Haus. Weit in der Ferne. Vielleicht sollte ich mal irgendwie eine Laterne hinsetzen oder sowas. Da hinten würde ich gerne nochmal gucken. Moment, ich mach das jetzt einfach mal. Und zwar kann man von hier aus ja wahrscheinlich schon das Haus sehen. Gut. Das tue ich mir aber weh. Au. Ja, nicht schön, aber selten. Da ist nix drin. Jetzt nochmal die Kuh hier weggekloppt. Zwei Stück. Ah, oh, da ist es. Da hab ich's. So. Oh, da fällt mir ein, kann man das nicht einfach anpflanzen, indem man den Boden aufgräbt mit einer... Ne? Was ist das nochmal? Ja, so ein Werkzeug da halt. Ich guck gleich mal, wie das heißt. So, aber jetzt erstmal zurück. Dann probiere ich direkt mal aus, ob ich mir so ein Werkzeug basteln kann.
Moment, das gibt es doch bei... Hier, da ist es. Time to form. Make a hole. Nein, woher denn jetzt? Hier sieht alles gleich aus. Ah, da ist es. Genau, ich mache das immer in die Richtung, wo mein Haus steht. Oder wo der nächste... Sobald habe ich eine Karte, dann brauche ich das nicht mehr. So, und jetzt einfach rüber zu dem Haus. Noch ein Cave. Oh. Tiefer Cave. Und ein sehr dunkler Cave. Ist bestimmt die andere Seite. Oh, ich höre Schritte. Das sind bestimmt nur die Schafe hier und die Schweine. Was will er denn? Komm, verbrennen. Was ist denn los mit dir? Ja, da ist er weg. Warte mal, F3, das ist nur das. Da ist noch eins. Und hier drunter ist direkt das eine Skelett. Ah! Erstmal zum Haus. Und jetzt die Frage, wo mache ich denn die Farm hin? Hier kommt noch eine große Wiese hin. Schütte ich erstmal dieses Loch hier zu. Na, zu tief. Zu hoch. Genau, hier wird wieder Fusch am Bau betrieben. Einfach irgendwelche Scheiße unten ins Loch rein. Und obendrauf dann den schönen Dreck, wo dann die Wiese wächst. So, dann möchte ich gerne die Wiese haben bis hier zum Berg. Nein. So. Kommt hier der Eingang von dem Cave hin. Mann, ist das viel. Oh, wie dunkel. Aber egal, ich habe meine Versicherung mit, meine Kisten. So, hier wird der Eingang noch schön gebaut. Da muss aber auf einer Höhe mit der Erde sein nachher. Oh, dann kommt das Cave-Geräusch. Frisch aus der Höhle. Und dann baue ich das hier noch ab. Vielleicht mache ich mir auch gleich mal eine Diamantenschaufel. Weil da braucht man eh nur einen Diamanten für und das lohnt sich ja schon. Das lohnt sich. Oh, da hinten geht die Sonne unter.